Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grid Outdoor Sport. Heute mit dem Mikro-Paul. Moin! Und mit dem Mikro-Verkapselten. Hallo! In meinem rosanen Mobil. Ah, nee, Mikro-Paul. Das Mikro habe ich. Ja, ich seh's. Schöner Knubbel auf der Karte zu sehen. Du bist ruhig da vorne. Ich wieder ins Feld runter, ich halte den Knubbel. Hey.
das ist ein Pferdchen. So was passiert doch nicht. Nein. Das war ja jetzt wieder hardcore. Ach komm. Scheiße. Kacke. Wunderbar. Ja, ja. So ist das hier. Ja, irgendwie ist gerade ein bisschen da Wurm drin, glaube ich. Ja, dieser Crossborder kommt ab und zu mal so unvermittelt. Ja, du musst den am Gas halten. Du darfst komplett vom Gas runtergehen in Kurven. Blocky Sander macht es. Das habe ich schon mal getestet gerade eben. Also wenn du ihn ein bisschen am Gas hältst, dann bleibt er auch in der Spur. That's my fault. Er nutzt die Zeit komplett aus hier. Wisst ihr nicht, was er macht, aber... Aber er ist schon 1775 Kilometer gefahren. Aha. Wahrscheinlich in dem Zustand, aber... Na gut, nur 1,31 ist jetzt nicht so gut, aber... Ausbaufähig. Ja. Oh Mann, ich bin hier reich mit dem Rennen. Next, please. Sieht sweet aus. Viper! Jetzt ist er glücklich. Viper! Jetzt ist er glücklich. Das könnte was werden, ja. Oh mein. Der hat er schon richtig geskillt oder so. Mikro auf jeden Fall. Na klar, so viele die gespielt hat. Ja. Ja, die Viper hat mal gute, mal schlechte Tage. Mal gucken, was heute passiert. 21. Will er wieder unbedingt Erster werden und kracht in mich rein und sagt, ich wär's gewesen. Ich habe irgendwie das Video. Ich habe mir wirklich das Video nochmal angeguckt und der Ena hat mir vor mir, also der vor mir war, hat mich blockiert, hat mich kurz ausgebremst. So, und dann kam von hinten der Mikroverkapselte an, pusht voll rein, will uns weder am besten in der Kurve überholen. Ja. Und dann treffe ich ihn mit meiner Front, treffe ich am Arsch und der kann ja nicht mehr lenken. Ja. Und sagt mir, ich hätte ihn reingerammt. Ja, nur zwei in einer Kurve, das ist viel zu wenig, hallo? Ja. Eigentlich das ganze Feld und löffelt mich dann so, du blockierst mich. Alles Rammer hier, scheiß hier. War schon gut, ja. Alter, das Fahrzeugsetting, was ich hier drin hab, das ist eigentlich, oh Gott. Das passt, lass so. Ja, ich werd's auch echt so lassen, aber. Und ich seh schon, dass das ziemlich bekannt ist. Die ersten vier habe ich direkt auf minus 100 und die anderen beiden auf plus 100. Also Aufhängung und Front. Und Front und Heck. Okay. Ja, ansonsten kann ich nicht viel einstellen. Ein bisschen Level in die Kiste. Ja, wird dir nie gelingen, wenn ihr mit dem Mikroverkapseln spielst. Ach, ich fahr einfach nur quer, das geht schon. Ja, das kann sie gut. Alter. Ey! Wann jetzt los? Das Spiel geht kaum 5 Sekunden, da kommt schon so eine grüne Felge vorbei. Nee, das war bloß, weil der hintere mit seinem SRS übelst in mich reingeknallt ist. Achso. Deswegen fehlen mir auch schon so ein paar Scheiben. Ja, Scheiben brauchen wir kein Mensch.
Boah. Ui. Knapp. Ich denke mal ein bisschen vom Gas gut. Oh, diese Kurve hasse ich wie die Pest. Thank you.
ganz links auf den Bordstein ja vielleicht kommen. Und dann. Nee. Weiterfahren. Ja, übelst geil. Dann wieder bei den links-rechts so übelste Driften tust, so links-rechts und. Wahnsinn. Ja, also ich drifte da eigentlich überhaupt nicht. Da doch, musst du, da kommst du schon um die Kurve rum. Wenn du den Arsch ein bisschen bewegst. So. Ich hab meine so eingestellt, dass es sich mit dem Arsch ein bisschen reinlehnt, aber nicht driftet. Das ist eigentlich auch nicht schlecht so. Also ich versuche mit der Karre das Driften eigentlich immer zu vermeiden. Also ein bisschen driften so musst du schwanken, finde ich. So bringt schon was. Weil du dann eine Kurve viel schneller nehmen kannst. Ich muss das nächste Mal ausprobieren. Aber der Start war ja schon wieder geil. Da kommt da so ein SLS angeflogen und hinten links explodieren bei mir die Scheiben. Alter, Ort Meilenstein 50, gibt 17.500 Credits. Nicht schlecht. Was, 70 hast du gerade gesagt? 17.500. Für was? Ortmeilenstein. So. Ey, jetzt aber einmal Wipe fahren, kommt hier wieder so eine Piste, sind die behindert, hä? Das ist schon eigentlich fast die ganze Zeit so, oder? Ja, das wechselt das nach jedem Event. Nach einem Event immer wechselt. Außer Drift. Ja gut, Z4 GT3, ja. Schönes Ding. Geht. So. Bin ich wieder der einzige BMW-Fahrer? Ja, wohl. Der einzige mit dem GT3. N24. Was ist er denn hier? Mit seinem Nachrichtenauto. Macht er jetzt eine Doku über Langstrecke oder was? Zack, gleich noch so ein Korrespondent. Ja, der fliegt recht raus. Ist das eine Kurve oder nicht rein? Ich würde sagen, aus der Kurve. Ja. Aus dem Spiel war. Und danach aus dem Spiel. Vor allem, warum mit diesen Autos immer invers? Sind die behindert? Ja, ich verstehe es auch nicht. Die andere Karte wäre cooler gewesen. Ach, der eine heißt Turbo. Alles wartet auf mich. Ja, wie immer. Ich hab den mir umgeschaltet. War ja fast klar. Man muss ja wissen, was so los ist. Ach so. So, die Übersetzung auf 100 ist natürlich scheiße. Hallo und danke, dass Sie beim heutigen Event dabei sind. Ach, Peter, ach. Womit haben es unsere Fahrer heute zu tun? Nein, was denn jetzt? Oh, das Spielstutz an. Du kurz hier so Sekunden. Freeze. Ja, genau, das sind die Dinger, die ich auch habe. Danke, Peter. Dann haben wir wirklich. Aber das geht entweder am Server oder am Spiel selber. Am Spiel. Das ist ja mittlerweile schlimmer verbuggt als zum Anfang. Ich habe keinen Plan, wie ich die Karre einstelle. Nochmal. Mama kann dir da wahrscheinlich auch helfen. Alter, meine Mama, die kann das auch so richtig einstellen. Oh, oh. Oh, da kommt... Ja, da kommen sie angeflogen. Alter. Sorry, Arnie, aber ich hab gerade den Schubs bekommen. Naja, ich weiß, ich hab's gesehen. Alles cool. Und ich bin schadlos durchgekommen. Ja, ich auch. Wundert mich jetzt nicht. Wunder. Ja, weil ja sonst immer die Affen so ein bisschen abbremsen, wenn du im Mittelfeld bist. Und dadurch kommen wir von hinten erst richtig ran. Weil wir sind ja so zügig durchgefahren, dass sie mich so getroschen haben. Oh, Arnie? Ich komme nur mal abseits.
das ist immer echt eine Problemstelle hier mit Z4. Gerade jetzt hier, wo es nur so einen Knick gibt, da dreht sie dann, wenn die Reifen so unter 60% kommen, dreht sie automatisch da voll weg. Schon so, als wenn die Reifen sonst viel kaputt wären. Ich mir derzeit schon denke, oh, jetzt rutscht er wieder und da wieder. Nee, noch nicht. Im Drift durch die Rouge. Alter. Meine Bremsen gehen mir gar nicht. Ja, so macht man das. Da hat er sich aber reingeschmuggelt. Schön eiskalt vorbeigeschaut. Was? Krieg ich ja abkürzen. Hab ich gesehen. So. Aber wir gehen doch auch ins Speed, oder? Außenrum geholt, oder? Oh, 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 jetzt geht mir der Weg aus. Oh, shit. Oh, shit. Du auch, oder was? Ja, ich bin nämlich reingefahren. Ah. Oh. Konnte nicht mehr ausweichen. Ich hab sofort Rücksetzen gedrückt, aber... Vorhin habe ich die Kiste jetzt weicher eingestellt als vorhin. Jedenfalls an der Hinterachse. Das ganze Ding fährt sich jetzt insgesamt so schwammig. Das ist eine Ente, wa? Das ist der Wahnsinn. Ja, das Geile ist halt mit dem Z4, dem GT3, kannst du in den kleinen, kurzen Ecken das Ding richtig schön präzise steuern und so. Deswegen konnte ich auch gerade da außen überholen. Mhm. Der Meatball, der trifft da rein in die Kurve. Und hier geht die Bremse schon wieder komisch. Er hat das Fahrzeug zerstört, dann hat er 300 in die Mauer da hingeschmissen. Oder so, ja. Ja, man sieht es ja so unterwegs. Geht jetzt schon wieder los, dass der Hecktreiber mit dir. Ich muss bei dir. Das Kind kriegt man nicht drauf. Oh Gott, da muss ich so ein Speed rausnehmen, weil ich mich da nicht drehe. Lenk doch mal ein.
Jetzt gebiet, Bruder. Ja, ich bremse genau deswegen immer ein bisschen früher. Ich habe ja auch gut gebremst, aber der Arnie wurde unsichtbar. Ja, ja. Und dann... Hast du ein bisschen Panik gekriegt. Nee, nee, gar nicht eigentlich. Sondern ich war im Begriff eigentlich da durchzufahren. Auf einmal wird er sichtbar und pff, klebe ich eben schon drauf, weißt du? Beziehungsweise hat es mich so einen halben Meter nach hinten versetzt und pow, Unfall. So, hä? Was? Wo ich eigentlich schon... Was? Also ganz komisch wieder. Ja. Also wir sind beide gleich viel Meter gefahren. Ja, ich hab's gesehen. Ja, das war jetzt ein geiles Abschlussrennen und damit verabschieden wir uns. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Ciao.